Cello, meine Damen und Herren, Valve hat uns erhört. Am 3.6. kam folgendes Update reingetrudelt und es sieht anfangs gar nicht so spannend aus. Aber es ist wahrscheinlich das beste Update seit Jahren. Valve hat uns endlich erhört und geht mit einer neuen, aber eigentlich alten Methode gegen Cheater vor. Und zwar muss man sich jetzt Prime kaufen, um es zu bekommen. Mit dem Update vom 3.6. zwingt Valve alle Non-Prime-Spieler, sich Prime zu kaufen, wenn man gegen andere Prime-Spieler spielen möchte. Es gibt noch weitere andere Punkte, auf die ich gleich noch eingehen werde, aber allein dieser Punkt ist schon mal... Dieser Grundgedanke war natürlich der optimale Weg, gerade zu Zeiten, in denen dann CSGO auf einmal kostenlos wurde, als Legit-Spieler gegen andere Legits spielen zu können. Der Haken bei der ganzen Sache war nur schon immer, dass man sich Prime nicht nur einfach kaufen kann, sondern man konnte es auch erspielen. Und das... ist schlecht. Denn wie jeder weiß, gibt es Boosting-Lobbys, da gibt es übrigens auch mal ein eigenes Video dazu. Auf diesem Weg kamen dann Cheater kostengünstig bis kostenlos an Prime-Accounts ran und konnten einfach gegen die anderen Prime-Leute reinhacken. Das geht zumindest in der Form jetzt nicht mehr, denn man muss sich Prime jetzt kaufen, man kann es nicht mehr erspielen. Allein dieser Punkt macht das Update extrem wertvoll, weil Cheater jetzt halt, wenn sie mal wieder gebannt wurden, sich nicht einfach kostenlos geschwind mal einen Prime-Account holen können oder halt ganz kostengünstig, sondern jedes Mal für 12,75 € Prime kaufen müssen. Das geht irgendwann ins Geld. Des Weiteren, und das ist natürlich auch nochmal richtig sweet, können Non-Prime-Accounts jetzt überhaupt keine XP mehr sammeln. Sie haben auch keine Ringe mehr, sie können keine Items gedroppt bekommen und so weiter und so fort. Sie spielen praktisch einfach im Leerlauf. In einem Modus, der für sie kreiert wurde, Unranked-Modus, da gibt es die Competitive Matches, Wingman und so weiter. Da gibt es alles, was es auch für die Prime-Leute gibt, aber halt nur für Unranked. Also für alle, die Non-Prime haben. Die können nur da spielen. Sie können nicht aus diesem Modus raus, außer sie kaufen sich Prime. Also geben Geld aus. Wir Prime-Leute können auf unserem Ranked-Modus spielen, gegen andere Leute, die Prime gekauft haben, oder uns dazu entscheiden, in Unranked zu gehen. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich dann eine reine Cheater-Party. Der Punkt mit den Item-Drops, also dass die Non-Prime-Leute diese nicht mehr erhalten können, also Kisten wie auch Skins, hat dazu geführt, dass gewisse Skins wie auch Kisten eben gestiegen sind in ihrem Preis, wie man hier ganz gut sehen kann. Das ist jetzt zum Beispiel die CSGO 20 Case, die ist genau ab dem 3. dann eben hochgeschossen, über den 4. richtig dick angestiegen, ein bisschen gefallen und geht jetzt aber auch wieder weiter hoch. Das ist so der Standardweg nach so einem, Ereignis. Warum das so passiert ist, habe ich mir unter anderem für die Kisten erklären lassen von Sanse, und zwar waren diese Kisten aktuell in den Non-Prime-Drops enthalten, und da die Non-Prime-Drops jetzt praktisch gelöscht oder entfernt werden, die gibt es ja nicht mehr dann, jetzt in Zukunft, also nach diesem Update, wusste man nicht mehr genau, ob es die Sachen jetzt überhaupt gibt oder ob sie in die Rare Cases fallen oder sonst was. Und da haben dann einfach alle angefangen, panisch zu kaufen. Guckt also auch auf jeden Fall eure Inventories durch und schaut, ob möglicherweise was angestiegen ist. Die Quintessenz des Updates haben wir somit eigentlich auch schon durch. Es gibt natürlich wie immer noch ein paar andere kleine Änderungen nebenbei. Scrimmage ist jetzt vom Competitive Matchmaking in den Unranked-Modus gerutscht, also in diesen Non-Prime-Modus reingedümpelt. Den könnt ihr, wie gesagt, als Prime-Mitglied oder Spieler problemlos spielen. Ihr müsst es halt nur einstellen, dass ihr halt in diesen Unranked rein dippen wollt, euren Fuß, um zu gucken, wie das Wasser da wohl so ist. Ich denke, dass ich nach diesem Update jetzt auch die Laune der Spieler generell wieder heben könnte oder sollte. Man hat nicht mehr nur den Eindruck, dass immer wieder Skins und sonst was hinzugefügt wird, sondern dass wirklich aktiv daran gearbeitet wird, den Spielern das Spielerlebnis besser oder schöner zu gestalten. Das ist eine echt sweete Geschichte. Ich hoffe, dass da nicht zurückgerudert wird oder sonst was gemacht wird. Ihnen ist sicherlich klar, dass sie halt einige Spieler verlieren werden, die sich halt dann sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr Prime zu holen und bin jetzt noch tiefer in der Cheater-Suppe drin. Aber wer halt wirklich CSGO spielen möchte, also ernsthaft spielen möchte und eben nicht nur ein dödeliger Hacker ist, der wird sich Prime, denke ich, auch kaufen. Ne? Man möchte ja daddeln. Um jetzt auch schon wieder zum Ende zu kommen. Ich bin wirklich froh, dass Valve so ein Update gebracht hat. Es zeigt uns, wie gesagt, allen, dass da was in der Mache ist, dass sie einen nicht nur hängen lassen, sondern dass sie sich wirklich einen Kopf machen und tatsächlich überlegen, hey, ne, hier, Lirum Larum, Feedback vielleicht auch, das sieht alles gerade gar nicht so gut aus, da müssen wir schon mal rein regeln und nicht immer nur halt neue Kiste und gib ihm. Bei der ganzen Sache bin ich natürlich auch wieder auf deine Meinung gespannt. Findest du das gut, das Update, oder sagst du, hey, warte mal, jetzt muss ich mir ja Prime kaufen. Wie ist es? Top oder Flop oder hätte noch, keine Ahnung, 1 Milliarde Tick-Server dazukommen können. Die Kommentare werde ich wie immer beantworten. Ich weiß, dass ich gerade etwas hinten dran bin. I know. Es gibt sogar ein paar Kommentare, die sind mittlerweile einen Monat alt, die habe ich noch nicht kommentiert. Aber ich lese alle Kommentare und beantworte auch alle. Zu 100%. Hab noch gerade viel um die Ohren, aber es wird geballert. Keine Sorge. Willkommen an der Stelle auch an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Ich werde mich jetzt einpacken und die ganze Sache schnibbeln. Es gibt dann am Mittwoch das nächste Video und morgen, also am Dienstag um 18 Uhr, den nächsten Livestream. Gestreamt wird 3-mal die Woche. Die Streamzeiten stehen in der Beschreibung. Ballert da rein. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Bewertung und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder im nächsten Video. Later, aber noch nicht ganz later, denn ich muss noch ein großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder aussprechen. Dankeschön. Das war jetzt schon richtig groß.